So, ready. Okay, ready, ready, ready. Jetzt muss ich dir natürlich irgendwie vorstellen, damit die Leute wenigstens wissen, wer du bist. Ja? Ich meine, wir kennen uns ja lang genug. Okay, das ist also Philipp Reinhardt, Schweizer Superstar. Und ne, ich sage jetzt nicht so viel dazu, das kannst du dann selber erklären. Aber das Faszinierende bei dir ist ja, dass du in einem anderssprachigen Bereich in Russland wirklich eine Riesennummer bist, ja. Und es hier immer noch kaum jemand so richtig mitkriegt, ja, außer uns. Tja, C'est la vie. c'est la vie. Erzähl du mal was über dich selber. Ja, also wie gesagt, ich bin Philippe, ich komme aus Zürich, bin eigentlich ein Schweizer, wer hat es erfunden? Ja. Und lebe aber seit, keine Ahnung, was, 20 Jahren in Deutschland. Und ja, was du vorhin angesprochen hast, ich habe halt vor ein paar Jahren quasi im russischen Fuck you Goethe, also Genie, hieß der Film, hatte ich die Hauptrolle und das war in Russland der riesen Comedy-Blockbuster schlechthin, also bis heute läuft er teilweise an jedem Feiertag fünfmal im Free TV, Primetime, keine Ahnung wo, auf vier verschiedenen Channels. Und seitdem bin ich halt in Russland und so auch, wie soll ich sagen, aktiv. Ja, ich habe mir ja mal angeschaut und ohne Untertitel, ohne Synchro. Und das war schon irgendwie, das war komisch, ja, das ist ja Ja, lustig. natürlich. Komödien ist sehr, sehr schwer, wenn man. Jetzt müssen wir noch mal kurz unterbrechen, aber es gibt ja sowieso kein Konzept. Ja. Ja. Also erstmal Happy Birthday. Du hast heute Geburtstag. Dankeschön. Ich gönne mir heute eine Pepsi Light. Die Leute werden jetzt lachen und werden sich sagen, Pepsi Light, aber das ist für mich wirklich schlimmstes Cheating. Ich ernähre mich halt sehr, sehr streng und bin sehr, soll ich sagen, auf gute Ernährung und Training und so. Und heute trinke ich den ganzen Tag Pepsi Light und esse Sushi und freue mich auf einen tollen Geburtstag mit meiner wunderbaren Warum? Was Frau. ist falsch an Sushi? Wie bitte? Was ist falsch an Sushi? Herr Bring mich Zucker. jetzt nicht durcheinander, Alter. Ich meine, ich dachte, das Zucker, ist Zucker, ultra Zucker. gesund. Ich ernähre mich ketogen, das heißt, ich ernähre mich komplett zuckerfrei. Also, das ist ganz interessant. Ich musste für die Rolle, die wir gearbeitet haben, für Tobol, weißt du noch, die haben wir Ja. zusammen vorbereitet. Genau. Und damals hatte ich 108 Kilo und war halt sehr, sehr chubby. Also, chubby jetzt nicht dick, aber halt so gemütlich. Und ich musste abnehmen. Dann habe ich einen Ernährungsberater, Kaya heißt der, Kaya Kademci aus Berlin, gesprochen. Und wir haben dann ein ganz neues Konzept gemacht. Das heißt, ketogen, das ist recht verbreitet auch schon. Das heißt, du isst eigentlich kein Zucker, du isst genügend Fette, aber sehr, sehr wenig Zucker, also praktisch keinen. In den ersten 2 Jahren habe ich eigentlich null Zucker praktisch gegessen und mittlerweile ist es ein bisschen mehr, weil ich trainiere sehr viel. Aber das Prinzip ist eigentlich kein Zucker und auch kein Fake-Zucker, weil Fake-Zucker deinen Insulinspiegel nach oben bringt. Was ist ein Und so habe ich Fake-Zucker? mich quasi mit knapp 40, also heute 39 und dann in einem Jahr schon 40, nochmal in die beste Form meines Lebens bringen, ja. Naja. Das ist ja eh komisch, weil ich habe dich ja wahnsinnig oft im Gym getroffen, im Sohaus. Also du schaust schon ziemlich drauf, dass du körperlich fit bleibst, ne? Also als wir uns, wie gesagt, damals getroffen haben im Soho, das war noch vor dieser Zeit, da war halt einfach die Ernährung falsch. Und wenn die falsch ist, dann bringt das ganze Training halt nichts. Genau, ruft da jemand an und das ignoriere ich jetzt einfach. Kannst auch rangehen. Ich meine, das ist ein vollkommen neues Format. Wir beobachten Philipp Reinhardt beim Telefonieren. Nein, Also nein, wie Scherz. gesagt, ich habe ja schon gesagt, und es ist auch für die Leute, die zuschauen, wichtig. Es war zum Beispiel das letzte Mal ein Talk mit einer Schauspielerin, die hat mich dann dauernd Sachen gefragt, weißt du, über mein Leben und mein Lieblingsfilm und so. Das war ganz lustig. Also ich habe, wie gesagt, kein Konzept. Kannst mich auch gerne was fragen und umgekehrt. Aber was ich dich Konzept immer. ist genial. Also, wie gesagt, ich hatte vor kurzem für Tobol, das ist eben die Serie, die wir gemacht haben, die Ja. kommt jetzt bald raus, weltweit, das ist auch in Deutschland. Und das war sehr lustig, weil dann hat das russische Fernsehen ein Interview angefragt und wir machen das Interview und meine Frau, die ist mega Perfektionistin. Da muss, also, wenn Ja. sie ihre Konferenzen hat mit ihrem Chef und so, dann darf man sich nicht mal in die Nähe von dem Frame kommen. Das ist mir am Anfang ganz peinlicherweise passiert, da bin ich so oben ohne hinten durchs Bild gerannt. Das war Mord und Totschlag. Ja. Mir ist das total scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Also da könnte sie, keine Ahnung, was machen wie da hinten. Da bin ich jetzt ziemlich entspannt. Aber in dem Moment war das sehr lustig, weil dann bin ich mit dieser Journalistin am Sprechen. Das ist so ganz typisch für Russen. Die briefen dich da nicht, sondern das ist immer alles sehr spontan. Und dann sage ich irgendwann so, ja, warum machen wir dieses komische Format? Und sie sagt, ja, wir sind live. Und ich so, was?
in Frankfurt. Und ich meine, das ist einer der größten Sender in Russland, oder? Und ich so, Und dann war auch ich mal wirklich, und das kam danach auch wirklich so, meine Reaktion, das ist immer sehr lustig, wenn etwas authentisch ist. Und hinten dran meine Frau, die sagt, oh nein! Also ich bin mir spontane Formate mittlerweile gewohnt in Corona-Zeiten. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, weißt du, wir haben ja oft über Schauspiel gesprochen. Ich meine, aber das sind genau die Momente. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sich jemand total irgendwie da so zum Affen macht, aber also dieses Authentische, diese Character Jewels, das ist ja genau das, was wir suchen im Spiel. Ja, also dieses abgehackte Pappnase, ich drehe mich links und rechts, will ja kein Mensch sehen, hoffentlich. Ne? Ja. Was war das für eine Rolle in Tobol? Also ich kenne ja, aber ich will das nicht. Ich habe den Zims gespielt, und zwar der Zims ist ein Kriegsgefangener, Schwerstalkoholiker, der dann quasi eine Frau rettet, also er heiratet sie, um sie zu retten, eine andere Kriegsgefangene, eine Schwedin, und sie verliebt sich dann in einen schwedischen Offizier, und dann ist so ein Love Triangle. Das ist meine Linie. Also das ist eine sehr, sehr große Serie, das ist eine der absoluten Top-Serien aus Russland, so ein Monster-Projekt, groß und teuer und alles, und das ist quasi meine Linie. Also das ist quasi eine der Hauptlinien. Du hast in dieser Serie, glaube ich, 4, 5, 6 Linien, und das ist einfach eine der Linien. Da gibt es noch andere Linien, politischere Geschichten und so. Meine Linie, da geht es darum, meine Frau zurückzugewinnen. Aber ich schaffe das nicht, weil ich mir selber im Wege stehe. Weil sie mich nicht liebt. Shit happens. Wie empfindest du eigentlich diese Balance zwischen auf der einen Seite Comedy und auf der anderen Seite diese ziemlich heavy Rollen? Also auch in Sobibor bisher ist es ja eher ein ganz schwieriger Charakter. Wie gehst du mit dieser Balance um? Was macht dir mehr Spaß? Es tut mir leid, mir macht einfach der Beruf Spaß. Also ich spiele einfach gerne. Es gibt für mich wirklich nichts, wo ich jetzt sagen würde, das mache ich lieber, das mache ich weniger lieber. Auch Traumrollen gibt es nicht. Ich mag einfach den Beruf. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich arbeiten darf, wenn ich mit Leuten zusammen was machen darf. Und das ist eigentlich das, was mir Spaß macht. Egal ob Comedy, Drama oder. Das ist eine gute Frage. Was magst du denn überhaupt am Spielen? Also wie bist du denn überhaupt dazugekommen? Naja, ich bin dazugekommen, das war sehr lustig, weil ich war eigentlich als Kind, jetzt bin ich ja groß und eher athletisch, und als Kind war ich sehr klein und sehr, sehr dick. Also wirklich dick, nicht chubby, sondern richtig fett. Ja, ja. Und hatte totale Ausdauer. Ich auch. Mir haben die extra eine Lederhose, hey, das muss auf der Zunge zergehen lassen, eine bayerische Lederhose, ja, anfertigen lassen müssen, weil ich zu fett war, ja, mit 11 Jahren. Ja. Siehst du, sind schon zwei dicke Kinder hier in einem Zoom-Chat. Okay, back to acting. Nein, nein, und das ist halt, da war es halt so, dass quasi, also da wurde immer viel Theater gespielt, und ich meine, ich war halt der totale Außenseiter und der Gemobbte, also es war wirklich hartes Mobbing, muss man so sagen, und im Theater habe ich halt für mich das gefunden, wie ich mich irgendwie ausdrücken konnte. Also im Theater, da habe ich meinen Frieden gefunden, und so habe ich eigentlich früh mit Theater angefangen und bin so dann zum Schauspiel gekommen. Muss dann aber sagen, dass ich sehr, sehr viele Umwege gegangen bin in meinem Leben. Also ich bin gar nicht den geraden Weg gegangen, wo man jetzt denkt, oh, der Erfolgsweg oder so, sondern mein Weg ist mit ganz großen Umwegen und allem verbunden. Ja, du hast dich ja auch mal ganz schön geoutet in der BZ, ja? Also ja, nee, das ich Outing war ein, ich kenne dich eh schon lang genug, aber ja. Nein, nein, ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, geht nicht darum, jetzt das zu interviewen, aber ich wollte eigentlich meinen Respekt ausdrücken, weil ich mich auch immer ziemlich oute, ne? Aber ich finde, dass Transparenz also ganz wichtig ist, ja, gerade in dem Beruf. Und zwar jetzt nicht, dass man was über sich erzählt, sondern dass man bereit ist, sich zu zeigen. Deswegen gleich mal eine andere Frage: Wie gehst du mit Selbstwert um? Selbstwert, das ist wirklich eine Sache, an der man jeden Tag arbeiten muss, meiner Meinung nach. Also es gibt sicher auch Menschen, die kommen mit Selbstwert auf die Welt und sie haben immer ein tolles Selbstwertgefühl und so. Werden die Schauspieler? Ich persönlich bin natürlich, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht für andere sprechen, jetzt nur für mich sprechen, aber dieses dicke Kind, von dem wir gesprochen haben, das ist natürlich manchmal sehr laut. Und wenn das dicke Kind da ist, dann ist es so, dass wie soll ich sagen, dass ich mir eigentlich eher nur selber im Wege stehe. Das heißt, dass es dann, wann mein Ego kommt, wenn mein Ego quasi in alle Richtungen ausschlägt, und das ist immer so ein Selbstwert.
Das geht ja auch ein bisschen darum, mit sich selber nett zu sein, und es geht auch darum, Vertrauen zu haben. Und das sind alles Sachen, die muss man sich erarbeiten. Also das hat doch gar nichts mit Schauspielerei und Erfolg zu tun. Also ich hatte vor 3 Jahren den größten Hit überhaupt, den man sich vorstellen kann im russisch-asiatischen Bereich, und mein Selbstwert war damals nicht gut, weil ich mich nur darüber definiert habe, was Leute von mir denken und wie erfolgreich der Film ist. Das ist kein Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl ist, wenn ich mich wirklich mit mir selber im Reinen und wohlfühle und egal, ob ich jetzt Nummer 1 Hit habe oder gar keinen Job habe, da rausgehe und sage, hey, das bin ich und ich bin gut. Was machst du denn, um dieses Gefühl, also ich weiß ganz genau, wovon du sprichst, ja, aber was machst du denn, um das zu stabilisieren für dich? Weil die eine Möglichkeit, haben wir ja gerade gesagt, ist natürlich, du musst permanent hinter dem Erfolg herkämpfen. Und dann ist es halt wie eine Droge, das funktioniert für ein paar Tage, für ein paar Wochen und dann kommt das alte Scheißgefühl wieder durch. Was machst du für dich? Ich kann halt nur ganz direkt und offen und ehrlich drüber sprechen. Ja, ich habe verschiedenste Tools. Das eine ist halt, dass ich, wie gesagt, ich bin ja lustigerweise, das ist eine sehr komische Geschichte, ich hatte meinen ersten russischen Film gedreht. Ich hatte halt ganz, 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 ganz schwerwiegende Alkohol- und Drogenprobleme. Also wirklich schwerwiegend. Nicht irgendwie so Droge im Dings. Ich rede von Blackouts über mehrere Tage, Krankenhäusern, keine Ahnung was. Also eigentlich mehr tot als lebendig. Und als ich nüchtern geworden bin, mit 12-Step-Programm und allem, da habe ich angefangen, in Russland zu arbeiten, was eigentlich sehr ironisch ist. Das ist eigentlich wie ein schlechter Witz. Und 3 Wochen, nachdem ich nüchtern geworden bin, im schlimmsten Krieg mit mir selber und allem, habe ich meinen ersten Film Stalingrad da drüben gedreht und mit einem Kollegen, der, sage ich jetzt mal, guten Weinchen und so nicht abgeneigt ist, und das war die schlimmste Zeit meines Lebens, und wie gesagt, da gibt es halt so gewisse Tools, also ich will jetzt da nicht so ins Detail gehen, aber ich meine, ich kann es auch nur empfehlen für Leute, die selber diese Probleme haben, ich meine, das heißt 12-Schritte-Programm, das ist sehr, sehr gut, und mit dem arbeite ich eigentlich on a daily base, also täglich, und damit ist auch verbunden zum Beispiel Meditation, eine gewisse spirituelle Verbindung, das ist wichtig, also das heißt, ich versuche einen Weg zu wählen, der spirituell auch ist, nicht nur in Kontrolle zu leben und quasi meinem Ego und von dem her, das ist so ein bisschen, das sind wirklich Working Tools, die ich da eigentlich seit vielen, vielen Jahren benutze. Bin jetzt seit 7. April 8 years completely clean and sober. Das ist echt cool, weil 25, weiß ich noch, hatte ich Geburtstag und haben eine Party gemacht und dann kam so ein Mädchen und der hat gesagt, du siehst aber echt gut aus für 40. Und ich so, was? Und die hat das aber ernst gemeint, das war keine Verarschung oder so. Die meinte wirklich, es sei mein 40. Geburtstag und ich war 25. Ja. Und jetzt vor kurzem haben Agenten teilweise mich angerufen und meinten, Philippe, da ist eine Rolle für einen 40-Jährigen, aber die glauben nicht, dass du 40 bist. Und ich so, ja! Also musste ich jetzt quasi mir einen Bart wachsen lassen, um glaubhaft 40 zu sein, wegen dem gesunden Lifestyle. Das geht ja gar nicht alleine um die Optik, das weißt du ganz genau. Weißt du, das ist eine Energie und ein Esprit, der da ist. Ja? Und das kann man auch nicht nur mit Optik und mit Botox und bla 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 hindoktern, ja? Sondern das muss von innen kommen. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja, übrigens abgesehen davon, ich habe mich auch das letzte Mal in so einem Interview total geoutet in der Beziehung, dass mich jemand gefragt hat, was machst du eigentlich als tägliche Routine? Also für mich gehört 2-mal am Tag meditieren, das ist das Minimum. Ja. Richtig. Abgesehen davon, dass ich ein bisschen was körperlich tun muss, weil ich bin auch nochmal ein Quadrat älter wie du. Aber da geht es auch um das Mentale, einfach eine Stabilität zu haben, die eben nicht von außen kommt. Ja. Und das ist bei dir halt faszinierend, weil ich kenne es halt von dir, aber ich wollte es auch nochmal hören. Ne? Aber wie gehst du eigentlich damit um? Also ich meine, ich habe mir so Interviews von dir angeschaut und ich weiß ja ein bisschen was über deine Karriere und dann habe ich gesehen, dass da irgendwie so Schweizer Fernsehen hat auch mal ein Interview gemacht. Ja? Und es ist immer die gleiche Frage. Ja, du bist in Russland, bist so, ich will nicht sagen Superstar, aber man kennt dich. Ja, und hier kennt dich kein Mensch. Ja? Aber sagen wir mal jetzt in der Größenordnung. Ja. Was kommt denn da für ein Gefühl auf? Leidest du unter Konkurrenz oder einer Enttäuschung oder so? Nee, also ganz ehrlich. Wie gehst du überhaupt mit Konkurrenz um? Also erstens mal mit Konkurrenz, ich liebe gute Schauspieler. Ich bin ein Riesenfan von guten Schauspielern und ich liebe sie. Jeden, der gut ist. Also wenn ich jetzt Leute nicht so toll finde, ist ja nicht mein Problem, ob sie toll oder nicht sind. Ich bin nicht jemand, der da die ganze Zeit über irgendwelche Kollegen da, die kommentiert oder so.
Aber wenn ich jemand Tolles sehe, ich schreibe die sofort an. Ich schreibe die auf Instagram, Facebook an. Machst du echt? Mache ich die ganze Zeit. Wenn ich eine gute Serie sehe, ich schreibe die an und gratuliere und freue mich. Hey, komm, das Leben ist doch viel zu kurz, um immer in Konkurrenz und so zu sein. Guck mal, ich sage das ganz einfach. Ich muss an mir selber arbeiten. Ich bin mein einziger Konkurrent, weil es gibt mich nur ein einziges Mal. Alle anderen, selbst ein Brad Pitt gibt es nur einmal. Ich kann mich nicht mit Brad Pitt vergleichen und mit sonst jemandem. Ich muss mich verbessern. So sehe ich das. Also ich bin mit mir selber in Konkurrenz und will einfach immer der bestmögliche Philippe sein und besser werden. Das mache ich, oder? Aber mit anderen, das bringt nichts, weil auch Regisseure, die haben so klare Vorstellungen. Wir denken immer, wir Schauspieler so, ja, wenn jetzt der und der noch aufs Casting geht, dann ist sicher die Rolle weg oder so. Das kann passieren. Aber wenn du für eine Rolle wirklich passt, dann wollen die dich auch. Und wenn du nicht passt, dann finden sie irgendjemanden, ob jetzt X oder Y oder Z kommt. Also, hier mal dieses Pass. Was ist denn das? Es ist ja nicht nur eine optische Sache. Was muss denn da passen? Das eine ist ja, ich glaube, die wollen schon sehen, kann ich die Rolle spielen? Also bringe ich Handwerk mit, bringe ich das Schauspielerische mit, um eine Rolle zu spielen? Aber das ist ein Punkt, weil das bringen sicher viele mit bei so einem Casting. Ich denke, viele zeigen bei so einem Casting, ich kann das spielen. Aber dann ist es ja auch was ganz Spezifisches, dass meistens Regie und auch, wie soll ich sagen, die Produzenten eine Vision haben. Also sie haben eine Vision und auch eine gewisse Energie sehen sie in dem ganzen Projekt. Und sie haben eine Konstellation von Schauspielern und vielleicht schon einen Hauptdarsteller im Kopf. Und das muss alles irgendwie zusammenstimmen. Und das muss passen. Und da kannst du das beste Casting der Welt machen. Wenn die Energie da nicht stimmt, dann passt es halt nicht, oder? Und damit muss man leben. Und noch kurz zu der anderen Geschichte, wegen dem Schweizer Fernsehen und so. Guck mal, ich bin da ziemlich entspannt. Also erstens mal mit diesem Superstar. Also ich sag mal so, ich habe so ein bisschen einen Christoph-Waltz-Status in Russland. Das heißt, sehr bekannt. Aber Christoph Waltz ist jetzt nicht der größte Star in Amerika. Also es gibt noch andere, die weitaus größer sind. So ist mein Status. So. Man, als Ausländer sicher einer der allerbekanntesten in Russland. Um das geht es ja eigentlich auch nicht. Guck mal, ich will einfach, wie gesagt, arbeiten. Ich bin hier in Deutschland. Ich bin total offen, auch in der Schweiz, egal wo. Ich bin immer offen für gute Projekte. Das ist meine Einstellung, das ist mein Teil, den ich machen kann. Was andere wollen, ob die Lust haben, mit mir zu arbeiten oder nicht Lust haben, keine Ahnung was, das müssen die entscheiden, so sehe ich das. Das ist nicht none of my business. Hat auch ein bisschen was mit 12-Step übrigens wieder zu tun. I do my part and the rest I let go. Das heißt, was ich bei der ganzen Geschichte mache, ich bin da ziemlich entspannt. Ich bin jetzt nicht so, oh, die blöden Deutschen, die blöden Schweizer, warum kriege ich hier keine Hauptrollen und in Russland und selbst jetzt in UK und Amerika habe ich jetzt Angebote für große Rollen Ende Jahr und Anfang nächsten Jahres, depending on Corona. Und ich bin da einfach entspannt. Ich mache mein Ding, ich bin hier. Wenn Deutsche Bock haben, mir zu arbeiten, gute Projekte haben, gute Rollen, ich bin dabei. Wenn nicht, dann nicht. Das ist nicht meine Entscheidung, so sehe ich das. Und deshalb, ich bin da nicht irgendwie im Ego verletzt oder irgendwas, sondern das ist einfach, ich kann nur meinen Teil dazu beitragen. Aus deiner Erfahrung, aus deiner eigenen, aber auch aus der Erfahrung mit anderen Kollegen und so weiter, wie weit glaubst du denn, dass Ethik da eine Rolle spielt in dem ganzen Beruf? Ethik? Ja, das ist im Prinzip, was du da gerade erzählst, ist eine Einstellungsfrage. It's a question of attitude. Ja. Ich sag's mal so, es gibt wirklich recht oft, also ich habe jetzt wahnsinnig viele coole Kollegen kennengelernt und ich habe halt immer so ein bisschen gemerkt, dass meistens die was drauf haben, auch entspannter sind, dass die nicht so immer diesen Stress haben und teilweise gibt es da Kollegen, die finde ich wahnsinnig gut und das sind auch meistens die sehr, sehr entspannt sind, die nicht so, egal ob sie berühmt sind oder nicht, die einfach relaxter sind und dann gibt es halt leider auch einige Kollegen und das ist sehr, sehr schade, ja, die einfach vielleicht ein bisschen limitierter sind, ich weiß es nicht, kein Selbstvertrauen haben, ich kann es nicht sagen, die immer nur neidig sind. Neidig, neidig, neidig. Und ich finde halt, hey, du machst ja alles kaputt mit Neid. Weil niemand will so einen neidigen Mensch sehen am Ende. Weißt du, dann kannst du deine paar Sachen drehen, aber Neid ist schlecht, ist zerfrisst dich, macht dich kaputt. Ja. Es strahlt auch jemand aus und so. Und dann gibt es halt immer wieder auch einige Kollegen, nicht so wenige, die halt einfach nur neidig sind. Und ich verstehe sie einerseits auch, weil es ist ein knallharter Beruf, ist schwierig. Ja. Aber man kommt nicht weiter mit Neid. Es ist wirklich, es blockiert dich nur selber. Was würdest du denn jemandem raten, also der mit dem Thema vielleicht noch nicht so lässig umgeht, was würdest du denn raten, was kann man denn tun, wenn man merkt, dass diese Eifersucht, dieser Neid dich auffrisst?
Ich meine, du hast das schon gesagt und ich weiß das auch, wenn man in bestimmten Programmen ist, dann hat man da Tools, ja. Aber wenn jemand die jetzt nicht hat, was würdest du denn jemandem raten? Also das Erste ist, manchmal, wenn ich mir jetzt was angucke von Kollegen, und dann habe ich mir auch schon Sachen gesehen, wo ich dachte, Philippe, du bist kein Schauspieler gegen den. Das ist ja Wahnsinn, was die da machen. Aber erstens mal ist es immer schön, was Gutes zu wünschen. Dieser Person was Gutes zu wünschen, nicht was Schlechtes. Also wenn ich jetzt mal jemanden sehe, ich habe auch mal immer wieder so ein Erlebnis, wo ich mir denke, oh Gott, was spielt denn der da zusammen? Philippe, du musst aufhören. Du bist nichts im Vergleich. Du bist nichts. Aber wenn der Gedanke kommt, sage ich mir auch wieder, ey, erstens mal ist es doch schön zu sehen, was für unfassbare Schauspieler es gibt. Arbeite weiter hart an dir und versuch besser zu werden. Das ist doch ein schönes Ziel, weißt du, was ich meine? Also, und wenn ich jetzt mich selber angucke, ich versuche bei jeder Rolle mich zu verbessern und bin aber bei weitem nicht jetzt zufrieden, dass ich mir sage, oh wow, was bist du jetzt für eine Granate, Philippe, sondern wir kennen das von unserer Arbeit. Ich bin da sehr kritisch. Also ich bin sehr kritisch. Ich bin so, dass ich einerseits loslasse, wenn ich mein Ding gemacht habe, dann ist es gegessen. Aber mich interessiert schon immer wieder zu sagen, ey, jetzt müssen wir daran arbeiten, an gewissen Sachen. Also haben wir jetzt gerade diesen Morozov gesehen, das war vor 3 Tagen große Rolle, war sehr, sehr gute Kritiken, auch für mich, und war mit 6 Millionen Zuschauern Quotensieger am Sonntag in Russland. Also richtig guter, großer Erfolg. Habe ich mir jetzt angeguckt und dann waren sehr, sehr starke Szenen dabei, aber in 2, 3 Szenen habe ich so gemerkt, so fuck, die Stimme. Und das ist einfach so, das ist nicht irgendwie, dass ich jetzt da Komplexe hätte, sondern da habe ich so gemerkt, Philippe, da ist die Stimme, da musst du einfach, da musst du anders ran in der Szene. Und dann versucht man das so für sich auch anzugucken und dann beim nächsten Mal natürlich besser zu machen. Weil ich kann es ja nicht mehr ändern, es ist so, wie es ist. Und so mache ich meinen Beruf an. Ich gucke mir die Sachen alle an und versuche einfach immer wieder mich zu verbessern. Und ich prinzipiell schaue ich mir halt sehr viele Filme, sehr viele Serien an. Gute Schauspieler sind immer eine Inspiration für mich. Manchmal kriegt man Komplexe davon, das ist klar. Aber wie gesagt, ich wünsche dann immer viel Glück. Manchmal schreibe ich die auch an, kriege meistens auch eine Antwort. Man hat einen Austausch, weil man kann sich auch freuen für andere. Das tut echt gut. Ja, aber das ist genau das Stichwort, weil das mit dem Austausch, das ist ja einer der Gründe, warum ich immer wieder versucht habe, solche Formate zu machen, ja? Weil meine Erfahrung ist halt die, dass wenn Schauspieler untereinander sprechen, ja? Und zwar nicht nur Tipps geben oder so, sondern dieses zu merken, hey, fuck, dem anderen geht's ja auch nicht anders, ja? Also diese Identifikation, das ist ganz wichtig, ja. Ich saß mal im Zorro und da lief vorher unten im Kino Jagden, ja. Also die Jagd, irgendwie ein wahnsinniger dänischer Film. Lieblingsdarsteller, aber ich habe natürlich den Namen jetzt wieder vergessen. Das ist einer meiner großen Fehler. Hey, das ist bei mir so schlimm. Ich kann den Film erzählen, von vorn bis hinten. Aber die Namen fallen mir nicht ein. Auf jeden Fall hatte ich schon im Kino gesehen. Das war in der Zeit, wo Clooney in Berlin gedreht hat. Und der wohnte da im Soho-Haus und der war auch im Film. Nachher saßen wir nur oben im 7. Stock. Durch Zufall saß ein Produzent, den ich kenne, bei Clooney am Tisch und ich setze mich da so dazu und wir reden und dann sitzt Clooney da und sagt so, oh Mann, der Film, ja, da war dieser 14-jährige Sohn von dem Hauptdarsteller, boah, der war so gut, der war so irre, ja, und dann alle anderen auch so, ja, der war wirklich super. Hockt Clooney so da und sagt, oh fuck, ich gehe morgen nicht an den Dreh. Ja. Im Vergleich zu dem kann ich nichts, überhaupt nichts. Hey, das war mitten in den Dreharbeiten, ja. Also der hat ja auch diesen Moment so, oh fuck, ja, wenn der mit 14 schon so gut ist und so. Aber dieses Zugeben, ja, dieses, also nicht zugeben jetzt irgendwie in der Presse rausbrüllen, ja, sondern einfach sagen, okay, die Gefühle sind da, die bringe ich mit ein, ja, und das ist auch eine gewisse Frage der Demut. Ja. Aber Demut darf man in Deutschland auch nicht sagen. Dass Leute oft in der Branche immer wieder probieren, uns zu Konkurrenten zu machen. Also mich nervt das total. Wenn irgendwelche Produzenten oder Regisseure oder Caster oder irgendjemand, die ich alle sehr schätze, wenn einer zu mir sagt, hey, guck mal, das ist dein Konkurrent. Das nervt mich, ganz ehrlich, weil warum? Wir sind im gleichen Boot, wir sind Kollegen, es gibt keinen Grund. Da hatte ich so ein Erlebnis, da war ich mit einer Casterin essen und dann meinte die so zu mir, ja, da ist jetzt irgendwie einer, der ist ja ähnlich wie du, das sagen sie sowieso immer und ui, der dreht jetzt auch viel in Russland und das könnte und tralala. Da hat sie mich den ganzen Abend genervt, oder? Und dann irgendwann schaue ich mir das Material an
und sage, wow, richtig geiler Schauspieler. Also da habe ich mich einfach gefreut, oder? Und jetzt sind wir im regen Austausch über Instagram und Facebook. Sind wir im regen Austausch. Und das ist nicht so nach dem Motto, du schnappst mir jetzt eine Rolle weg. Ganz ehrlich, ich gehe sogar so weit zu sagen, das ist ein richtig geiler Schauspieler, richtig geil. Wenn der jetzt eine Rolle spielt und ich spiele sie nicht, ey, freue ich mich für den, wirklich, weil das ist ein fetter Schauspieler. Ich freue mich, so talentierte Menschen einmal zu sehen. Und das meine ich authentisch, das meine ich ehrlich. Das ist nicht irgendwie, soll ich sagen, ein Pressetext oder so, sondern und mich nervt das halt, wenn Leute dieses Konkurrenzding versuchen und so. Das probieren die manchmal. Warum machen die das? Also ich meine, ich weiß es, ich will es von dir hören. Ich weiß es wirklich nicht. Weil, ja. Guck mal, ich versuche immer wieder mir zu sagen nach dem Motto, Philippe, eigentlich ist es ja der Untertext, dein Status in Russland ist gefährdet. Aber ich habe doch nichts von diesem Status. Ich will doch nur arbeiten. Ja. Es interessiert mich ein Status. Es interessiert mich null. Der kann morgen vorbei sein. Da kann morgen einer kommen, der hat ein Deutscher und der hat eine Komödie mit 20 Millionen Zuschauern oder noch mehr. Ist doch völlig wurscht. Sondern verstehe ich einfach nicht. Guck mal, ich mache das aus Liebe zu dem Job. Und wie gesagt, man hat nichts. Also Status und so, das Einzige, was halt gut ist, wenn du bekannter bist, ist, dass du, wie soll ich sagen, mehr an Rollen rankommst. Das ist einfach der große Vorteil. Ich hatte so lange nichts zu tun in dem Job und einfach nichts und wieder nichts. Und dass man einfach permanent, selbst in Corona-Zeiten, Drehbücher geschickt bekommt, Leute mit irgendwelchen fetten Rollen, das ist einfach der große Vorteil. Das ist der einzige große Vorteil, weil ich einfach weiß, wie böse der Beruf ist. Weil ich teilweise Kollegen kenne, die so wahnsinnig gut sind und nichts zu tun haben. Obwohl der Beruf ist nicht böse, da muss ich jetzt mal wirklich meine Meinung sagen. Der ist nicht böse, ja? Sondern das, was da draus gemacht wird. Weißt du, das ist ja aber auch dieses, ich meine, das ist ja nicht nur in dem Job so, ja? Dieses Teile und Herrsche, ja? Das ist ein Machtspiel. Ja? Und das machen gute Leute, haben es nicht notwendig. Ja? Aber das ist bei uns so etabliert, weißt du, das kommt auch noch so aus der alten Schultradition, ja, brech sie, du musst Schauspieler erstmal an Boden kriegen, dann kannst du sie wieder aufbauen. Ja. Was ist denn das? Sind wir Nutten oder was? Das geht ja nicht. Ja, also sorry, wenn ich das so rausbrülle. Deswegen reden wir auch miteinander, weil du bist für mich da eine Ausnahme. Also nicht eine Ausnahme, es gibt viele, aber das müssen andere Schauspieler auch mal hören, weißt du, dass es eben noch andere Wege möglich gibt. Ich versuche immer, das zu ignorieren. Es interessiert mich nicht. Da kann mir zu jeder, und wirklich auch Produzenten, die ich teilweise sehr schätze, die ich über alles mag, kommen manchmal mit diesen nervigen Vergleichen und so. Und ich verstehe es ja auch. Guck mal, für viele Produzenten ist es halt so, dass du bankable bist. Also was hier nicht rauskam, war mein Name in Russland in jedem Pitch drin. In jedem Dreamcast war an erster Stelle Philippe Reinhardt. Hätte ich all die Rollen gespielt, wo ich im Dreamcast die Nummer 1 war, dann hätte ich wahrscheinlich, keine Ahnung was, könnte ich mir da 3 Häuser in Berlin kaufen. Aber wie gesagt, das ist so der Vorteil, wenn Produzenten denken da sehr finanziell. Also ich habe zum Beispiel Genich ist jetzt der zweite Teil geplant und ich werde regelmäßig von Produzenten gefragt, soll ich sagen, ja, wann wird der jetzt gemacht? Weil sobald der zweite Teil gemacht wird, bist du natürlich sehr bankable. Momentan bin ich nicht so bankable wie vor 2 Jahren. Weil vor 2 Jahren kam dieser Teil und da bist du einfach hot. Da bist du richtig hot, oder? Für die Produzenten. Aber ich muss mich als Künstler davon trennen. Ich darf mich nicht davon abhängig machen, was die von mir denken oder wie ich für die Banker bin. Dann gehe ich zugrunde. Sondern ich als Künstler muss mir treu bleiben und muss versuchen, meine Daily Routines zu machen, meine tägliche Arbeit an mir selber zu machen und muss halt versuchen, was ganz wichtig ist, mich zu verbessern. Das ist mein Ziel. Das ist alles, was ich machen kann. Und sobald ich mich trennen kann und sagen kann, denkt ihr alle, was ihr wollt, alle, wirklich, ob ihr mich bankable, nicht bankable, scheiße, hässlich, gut, keine Ahnung, was findet. Es ist sehr, sehr schwer, aber ich probiere es zumindest, dass man sich irgendwie da auch mal sagen kann, ich lasse das, wie soll ich sagen, abprallen, ja. Halt die Balance, nicht zu perfekt. Ja, und ich meine zum Beispiel sowas wie Morozov ist jetzt geil, weil das war jetzt ein riesen Fernsehhit und natürlich tut sowas gut, weil, also das Gute war zum Beispiel bei Morozov, dass sehr, sehr, sehr große Regisseure das gesehen haben. Also mich haben wirklich ein paar von den besten russischen Regisseuren, die internationale Blockbuster drehen die nächsten 2 Jahre. Also der eine dreht einen Megafilm nächstes Jahr, Oscar. Das ist war sogar schon ein Variety. Und die haben mich angeschrieben und haben gemeint, das hat ihnen sehr gut gefallen und so. Und ich meine, das ist natürlich schon ein Erfolg. Da freut man sich gerade in Corona-Zeiten, wo alles so unsicher ist und wo man, also da freut man sich natürlich schon, das ist klar. Aber trotzdem... Auf die Tube drücken, weil wir nähern uns in 40 Minuten.
Ja. Und ich habe so ein Versprechen gemacht, das ist nicht allzu lange. Ich könnte mit dir jetzt 3 Stunden weiterreden, das werden wir auch wieder machen. Aber, weil du es gerade angesprochen hast mit Corona und so, eine kurze Antwort. Was macht dir in deinem Leben am meisten Angst? Was mir in meinem Leben am meisten Angst macht, das ist ganz interessant. Das bin manchmal ich selber. Also eigentlich größtenteils bin das ich selber, weil ich kann mein größter Feind und mein bester Freund sein. Und wenn ich mir selber im Weg stehe, und das passiert auch in der Nüchternheit immer wieder mal, dass ich mir selber im Weg stehe, dann macht es mir Angst. Hingegen, wenn ich mit mir selber, wenn ich präsent bin und meine Sachen mache und alles, dann bin ich mein bester Freund eigentlich. Aber sobald ich zu meinem eigenen Feind werde, ist das meine größte Angst. Dann gibt es niemanden, den ich mehr fürchte als mich selber. Schön. Aber du kennst ja das Beispiel, Which Dog You Feed, wo der kleine Indianer den alten Indianer wegen den 2 Wölfen fragt, wegen den oder 2 Hunden oder was. Der eine ist gut, der andere ist böse, der eine beißt, der andere ist nett und so weiter. Und der Alte sagt ihm, was kannst du machen? Und dann antwortet er ihm drauf, du musst den füttern, den du behalten willst. Also. Ich meine, das ist ja lustig. Ich habe mal von Schweighöfer was gelesen, dass er als Kind auch dick war. Und der trainiert ja auch sehr exzessiv und zeigt seinen Körper in jeder Möglichkeit und keine Ahnung was. Und das ist interessant, weil das ist bei mir auch schon ein bisschen aufgefallen, oder? So ein gutes Beispiel. Dann hast du irgendwann ein Sixpack und denkst so, wow, endlich. Yeah. Und dann willst du der ganzen Welt zeigen und postest jeden dritten Tag ein Foto hier, ein Foto da. Aber irgendwann merkst du so, ey, weißt du was? Obsession. Das meine ich mit sich selber im Weg stehen. Dass man dann irgendwann merkt so, jetzt ist es obsessiv, oder? Und das sind alles so Sachen, wo ich so für mich gelernt habe, wo ich versuche zumindest. Ich rede immer von Versuchen. Ich habe gelernt, im Leben gibt es keine Perfektion. Man kann nur versuchen. Ja, und ich komme immer wieder auf dieses Demo-Ding raus, weißt du? Ich meine, das ist ein schwieriges Wort, das wird hier immer falsch benutzt, ja? Diese Augenhöhe wiederherstellen zwischen den beiden Teilen, weil du brauchst beide, ja? Aber diese Augenhöhe herzustellen. Was wünschst du dir? Was ist ein ganz großer Wunsch von dir? Also bitte jetzt nicht ein neues Auto oder so, aber du weißt schon, was ich meine. Wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich sein darf, was ich mir wünsche, ist, dass die Leute vielleicht ein bisschen was mitnehmen von dieser ganzen Corona-Zeit. Und zwar, dass sie auch ein bisschen das Gefühl mitnehmen, dass es noch was anderes gibt. Eben nicht nur das Materielle und sich gegenseitig bekämpfen und keine Ahnung was. Also in der Politik, glaube ich, ist es ein Wunsch, ein frommer Wunsch. Ich glaube nicht, dass es Realität sein wird, aber... Ja, ich meine, wir haben mit einigen Sachen zu tun und auch mit der Natur, wie soll ich sagen, Umweltschutz und keine Ahnung was, also Klimaerwärmung und solchen Geschichten. Und ich persönlich würde mir einfach im Allgemeinen wünschen, dass die Leute oder wir alle zusammen da ein bisschen was mitnehmen von dieser Zeit. Und weil viele Sachen in Corona, ich meine, es ist beschissen, finanziell, man kann nicht arbeiten, Unsicherheiten, es ist aber... Das Gute, was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist, dass die Leute ein bisschen entschleunigen und wieder mehr Kontakte haben, miteinander reden. Ich habe Nachbarn kennengelernt, ich wusste nicht, dass es die gibt. Und das ist so, wie soll ich sagen, dass man sich da auch wieder vielleicht in eine bessere Richtung entwickelt. Oder das würde ich mir wünschen. Und man hat zum Beispiel bei Corona auch gesehen, guck mal, das hat in der Schauspielerei uns alle ins gleiche Boot gehauen. Ob Superstar, ob Dings, keiner dreht gerade. Also ich kenne niemanden. Und das zeigt uns doch auch wieder, hey, wir sind alle in einem Boot. Also warum immer dieses Bekämpfen, oder? Und das ist halt, das ist komisch, weil sie in Russland gar nicht so. Die russischen Schauspieler sind wirklich nicht eifersüchtig. Also habe ich nicht einen bis jetzt erlebt. Das ist echt etwas, was wir von den Russen noch ein bisschen lernen können, in allen westlichen Ländern. Die sind einfach, die lieben gute Kunst. Ich habe jetzt bei Morozov so viele E-Mails bekommen von Schauspielkollegen, die es gesehen haben. Und das können wir vielleicht noch ein bisschen lernen von den Russen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ist es auch, weil sie ab und zu gerne Wodka trinken, ich kann es nicht sagen. Aber das ist wirklich, da ist sehr, sehr wenig Eifersucht. Ja. Philippe, ich danke dir. Ich glaube, wir machen das Schluss, ja, weil, wie gesagt, ich muss es ja irgendwie noch in irgendeiner Form transportieren. Du, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super Geburtstag. Und hey, hard to hard, also es hat mir wirklich Freude gemacht, mit dir zu reden jetzt. Und ich hoffe, die anderen haben da auch Spaß dran oder so. Aber das müssen die selber entscheiden.
Ja, ich freue mich auch total. Und wie gesagt, Family is one, Wolfgang. Ich freue mich sehr, wenn wir endlich wieder mal uns sehen und umarmen und was essen gehen und wieder mal an einer schönen Rolle arbeiten. Da würde ich echt, echt Freude. Also ich kann es nicht erwarten, dass wir wieder, wie soll ich sagen, was zusammen machen können. Morozov ging so schnell. Ich hatte eben ganz kurz Zeit. Da war wirklich nur Text lernen Ja. und mehr ging nicht. Okay, also bye bye. Ihr könnt das Ding da Aber unten. deine Übungen habe ich gemacht, die sind legendär. Schaut dir an. Ja, und